Gotthard Bach frönt einem seltenen Hobby. Er sammelt sogenannte Kaffeerahmendeckel. Mehr als 50.000 Stück hat er bereits zusammengetragen. Ein Teil davon präsentiert er nun in der Ausstellung Tausendfaches Glück im Stadtgeschichtlichen Museum. Angefangen hat alles auf einer Urlaubsreise. Da fielen mir die Deckel in die Hände. Ich denke, oh, das sieht aber schön bunt aus. Hatte bei meiner Frau geschaut im Café, die hatte noch einen anderen Deckel. Ich denke, oh, noch einen. Und dann bin ich vor zur Kasse, da war ein riesen Plastcontainer mit einem ganzen Berg von diesen Deckeln. Und so ist es entstanden. Auch Michael Schmidt wurde vor 20 Jahren vom Sammelfieber gepackt. Seine Leidenschaft gehört Briefeinwurfschlitzen. Die meisten Modelle hat er auf dem Trödelmarkt entdeckt. Die sind im Laufe der Jahrzehnte alle überstrichen worden, sodass man die Schönheit so gut wie nicht mehr gesehen hat. Das ist auch bei eBay so, dass ich dann oft Sachen bekomme, die überstrichen oder verrostet sind. Und ich muss dann abheizen, ich muss den Rost entfernen und dann werden die mit Sabonlack lackiert und dann sind die praktisch wie neu geboren. Und das Schöne am Guss, also eigentlich, wenn man ihn ordentlich aufarbeitet, wieder wie neu aussieht. Sammler brauchen vor allem Zeit und viel Geduld, denn nicht immer findet man auf Anhieb neue Stücke für die eigene Kollektion. Auf Trödelmärkten bekomme ich kaum noch etwas. Das ist was ab und zu mal rumliegt, habe ich schon. Ich bekomme jetzt die meisten Sachen über das Internet. Wenn man viele Bekannte hat, dann kann man das mittels Tausch machen. Ich habe zum Beispiel einen Schweizer Bekannten, der schickt mir regelmäßig Serien, bekommt natürlich auch von mir ab und zu mal was, bei weitem nicht so viel wie umgedreht. Und manchmal braucht man auch das nötige Kleingeld, wenn man nämlich eine ganz besondere Serie im Blick hat. Das ist eine Schweizer Serie, die umfasst 5 solche Deckel hier und kostet, naja, ich sag mal so 6.000 bis 7.000 Schweizer Franken, also 3.000 bis 4.000 Euro möchte man da schon auf den Tisch legen. Ans Aufhören denken die beiden Sammler trotzdem nicht. Solange sich neue Motive und Variationen finden lassen, sammeln Gotthard Bach und Michael Schmidt weiter und mit ihm viele andere.